Aljek Alov rechnet damit, jederzeit ins Gefängnis zu müssen. Er ist auf dem Weg zu seiner nächsten Gerichtsverhandlung in Moskau. Seit Jahrzehnten kämpft er für Menschenrechte, auch jetzt noch, obwohl die Angst das liberale Russland fest im Griff hat. Alov ist einer der Letzten, der den Krieg gegen die Ukraine offen kritisiert und noch auf freiem Fuß ist. Eilig hat er es nicht. Gehen Sie ruhig vor, sagt er zu seinen Unterstützern. Viele sind gekommen, um ihm beizustehen. Obwohl selbst das gefährlich sein kann. Politische Repressionen gibt es in Russland schon seit vielen Jahren. Aber nach dem 24. Februar 2022 sind sie beispiellos geworden. Jedes Wort, mit dem man die Regierung und den Krieg kritisiert, ist in der Regel kriminell. Kurz nach Ausbruch des Krieges hatte er das Zitat »massenhafte Töten in der Ukraine« angeprangert. Diskreditierung der Armee nennt das Wladimir Putins Regime. Dafür drohen mehrere Jahre Haft. Ich habe Angst davor, ins Gefängnis zu müssen. Ich will nicht ins Gefängnis. Hinter Gittern passiert nichts Gutes. Russlands Oppositionsführer sind kaltgestellt. Ilja Jaschin zu 8 Jahren Haft verurteilt. Wladimir Karamursa zu 25 Jahren. Alexej Nawalny tot, seit wenigen Tagen. Putins schärfster Kritiker, der bis zuletzt der Angst ins Gesicht lachte, der nicht einmal in einem Straflager am Polarkreis, 2000 Kilometer von Moskau entfernt, klein beigab. Musste er deshalb sterben? Die Haftbedingungen waren harsch. Immer wieder Einzelhaft, wenig Essen, wenig Schlaf, keine medizinische Versorgung. So beschrieb es Nawalny, der auch noch unter den Folgen eines Giftanschlags litt. Für seine Anhänger steht fest, das Regime ist schuld an seinem Tod. Wenige trauen sich, Blumen für ihn niederzulegen. Ich denke, es war Mord. Egal, wie das Urteil der Ärzte ausfallen wird. Sie haben ihn gezielt umgebracht. Sie konnten ihn nicht vergiften, also haben sie ihn im Gefängnis fertig gemacht. Tatjana ist fast 80. Nur deshalb habe sie keine Angst mehr, sagt sie uns. Doch vielen ist das Risiko, sich kritisch zu äußern, zu groß. Die Erinnerung an Nawalny weitgehend still. Trotzdem werden Hunderte festgenommen. Wer für Nawalny ist, ist für Putins Regime ein Feind. Jede Form des Protests wird im Keim erstickt. Wir treffen noch einmal Aljek Alov, zu Hause mit seiner Frau. Seit 40 Jahren sind die beiden ein Paar. Jetzt muss sie sich darauf einstellen, dass ihr Mann für viele Jahre weggesperrt wird oder Schlimmeres. Ob ich Angst habe, dass man mich umbringt? Ich denke nicht, dass sie mich gerade umbringen wollen. Einsperren wollen sie mich. Aber niemand ist vor irgendetwas sicher. Wir fragen Alov, wieso nicht mehr Menschen so mutig sind wie er. Den Krieg kritisieren, protestieren. Stehen die Russen vereint hinter Putin? Die Frage ärgert ihn. All das Gerede von einer Einheit ist lächerlich. Die Menschen sind vereint in Angst. Wir wissen, dass man die Menschen bestraft. Einige werden mit sehr hohen Strafen belegt. Andere sperrt man ein, sogar für private Unterhaltungen, wenn ein Denunziant mithört. Russland im Krieg. Ständig werden neue Gesetze verabschiedet, die vermitteln sollen, es kann jederzeit jeden treffen. Ein ganzes Volk hat stramm zu stehen. Mit der Botschaft der Geschlossenheit tourt der Präsident durchs Land. In Tula, 200 Kilometer südlich von Moskau, spricht er bei einer Veranstaltung namens »Alles für den Sieg«.
sind. Menschen jeden Alters, Schulkinder, ältere Menschen. Sie alle sind an dieser riesigen gemeinsamen Aufgabe beteiligt. Es sind wahrscheinlich 99% der Bevölkerung des Landes. Alle unterstützen die Männer, die an der Front kämpfen. Gegen die Neonazis, die vor ein paar Jahren die Macht in der Ukraine übernommen haben. Kurz vor der Präsidentschaftswahl läuft die Propagandamaschine auf Hochtouren. Putin propagiert traditionelle Werte als Gegenentwurf zum westlichen Sittenverfall. Die Russen sollen lieber viele Kinder bekommen, sagt er kürzlich. Andere Lebensmodelle werden unterdrückt. Sankt Petersburg. Weltoffener, liberaler als der Rest von Russland. Doch selbst hier ist nichts wie früher. Menschen wie Karina Kusnezowa haben in Putins Reich keinen Platz mehr. Sie ist lesbisch. Nun muss sie aufpassen, dass sie nicht angezeigt wird. Die LGBTQ+-Bewegung wurde zuletzt als extremistisch eingestuft. Was das genau heißt, bleibt unklar. Karina traut sich nicht, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Hier im Viertel kennt jeder jeden. Wer hört mit? Wer wird mich verraten? Jeder weiß, wo ich wohne. Ich will das nicht riskieren. Karina hat nicht mehr viel zu verlieren. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine ist ihre damalige Freundin ausgereist. Ihr Regenbogencafé musste sie schon vorher schließen. Nun wurde ihr die Wohnung gekündigt, kurz nachdem die Vermieterin die Regenbogensymbole in der Wohnung gesehen hat. Sie zeigt uns Fotos und alte Liebesbriefe. Früher habe sie mit ihren Freundinnen Händchen halten können, sie in der Öffentlichkeit küssen. Heute sei das unmöglich. Wenn du wie zwei Freundinnen nebeneinander gehst, ist das in Ordnung. Aber wenn eine von ihnen aussieht wie ich, dann landest du auf dem Polizeirevier. Sie malt ein düsteres Bild von einem totalitären Russland, in dem Minderheiten unterdrückt werden und gefährlich leben. Die Menschen denken nicht nach, sie haben keine eigene Meinung. So ist es einfacher, die Menge zu beherrschen. Und warum soll es wohl mehr Geburten geben? Es geht um Fleisch. Sie brauchen keine Menschen, sie brauchen keine Bürger. Sie brauchen nur Fleisch, das arbeitet und kämpft. Russland nach 2 Jahren Krieg. Die meisten Russen auf Linie gebracht. Die Opposition ohne Führung. Die Unzufriedenen verstummt. Niemand hat dem Regime mehr etwas entgegenzusetzen. In Putins Reich regiert die Angst.